Der Typ, der das Label gemacht hat, ist der Manager von den Fantastischen Vier gewesen. Er saß vor ein paar Jahren in der Jury von Deutschland sucht den Superstar neben Dieter Bohlen. Das Label ist pleite gegangen, deswegen ist die Platte auch, denke ich mal, ziemlich untergegangen. Leider. Danach kam das rote Album raus, das hat ein Filmproduzent aus München produziert. Der hat auch Schuh des Manitou produziert danach. Ich saß im Büro damals, da ist dieser Bulli Herbig reingekommen und meinte der Oliver Mielke zu ihm, so heißt der Typ, der das gemacht hat, du Bulli, wir drehen einen Spielfilm. Und ich saß daneben und dachte, Jungs, ihr dreht hier einen Spielfilm, jo. Ich hab's nicht geglaubt. Und kurz danach, das wurde ja ein tierischer Erfolg und der Typ ist dann aber leider durch diese Kirchpleite, die es damals gab, Leo Kirch, ist vielleicht noch ein Begriff irgendwie, ist der auch pleite gegangen. Also wenn man mit mir ein Album macht, geht man kurz oder lang geht man pleite. Das Stück heißt Plastic Figures und für mich ist das damals schon einer der Favoriten auf dem Album gewesen. Like